Feldeingangserschlussbogens nach 500 Meter bis zum Ziel. Galanetics, dicht gefolgt von Falco mit Arno in dritter Spur. Hieronymus LB in der Innenkante am Beautiful Girl. David F. Boke scheint nicht mehr mithalten zu können, aber außen Nico Bess ist die noch dabei. Die Nummer 4 des Rot, die 4 Rot. 16,8 war die Zwischenzeit und es geht auf die Zielgerade. Galanetics ist von Galanetics vor Falco. Der setzt nach. Galanetics noch nicht zu Hause. Falco attackiert außen. Dahinter wird Beautiful Girl eingesetzt. Schlussattacke von Falco, der geht vorbei. Falco gewinnt vor Galanetics und Beautiful Girl auf Platz 3. Sieger im Finale zum Winterpokal der Amateure, die Startnummer 3, Falco mit Hans-Peter Sinniche. Zweite die 2, Galanetics und Konstantin Genz. Dritte die 8, Beautiful Girl mit Toni Böker. Vierter Platz für die 9, Vigo Bess und Bernd Schrödel. Siegerehrung für das Finale zum Winterpokal der Amateure. Siegerehrung für Falco in der Hand von Hans-Peter Sinnige, der auch Besitzer des Wallachs ist. Trainer ist Hendrik Hamming. Die Siegzeit 1:19:02. Falco, ein vierjähriger brauner Wallach, gezogen von Ufo Kiewitzhof aus der Mercedes Star. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen ihn aus der Derbywoche von den Brüders Grauen. Es ist Co-Moderator Hans Sinnige, der mit seinem Falco hier den Winterpokal der Amateure gewinnt. Die weite Anreise aus Holland hat sich also gelohnt. Der Trainer ist am Pferd natürlich auch mit dran. Das ist Henk Hamming, den wir hier recht herzlich zu begrüßen hier auf der Derbybahn, mit Geschäftsführer natürlich. Andreas Hase ist dabei. Zwei Pokale hält Henk Hamming hier nach oben. Ich gehe mal einmal jetzt zu Hans, der hier nicht absteigen kann. Hans, es ist, das Dress bringt dir Glück. Es war die erste Fahrt mit dem Dress. Ja, erste und zweite heute. Und ich muss sagen, der Junge hat es super gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Der lernt mich, wie ich fahren muss. Das ist schön. Ich habe vorhin gesagt in der Kommentation, dass es nicht nur ein Pferd ist, eine Rennmaschine, sondern dein Freund. Der ist in deinem Garten geboren, ist das korrekt? Ist korrekt. Der ist bei mir zu Hause geboren, der ist bei uns aufgewachsen. Also ich habe seine Mutter auch noch, die ist 24 Jahre alt, die ist blind und die geht auch nie weg und die ist auch nicht. Du kannst ruhig ein bisschen laufen, sonst bin ich bald ganz im Schlamm. Hans, war alles geplant hier in dem Rennen? Hast du oder du schüttest jetzt schon den Kopf? Nee, man kann es nicht planen. Ich wusste nicht, wie der bei der Bändestart wegkommt. Da war er richtig gut weg. Und dass ich den Rücken von Konstantin hatte, dann wusste ich, ich liege gut, weil den konnte ich im Vorlauf nicht halten. Und ja, wenn ich den verhalten kann bis zur letzten Gerade, kann ich den auch schlagen. Heute Abend noch Party oder geht es heute schon wieder zurück nach Holland? Es geht heute Abend wieder zurück nach Holland, aber ich werde mit Henk anhalten und wir trinken noch ein kleines Bierchen unterwegs. Ein kleines Bierchen unterwegs. Also jetzt Ihren herzlichen Applaus bitte für Moderator, Bahnsprecher in Volvega im Victoria Park, Hans Sinnige.
Und das war der Start zum Finale des Winterpokals der Amateure und alle sind glatt eingetreten. Und am besten weg kam hier Galanetics, der Favorit, gleich an der Spitze mit Reilingen Abstand. In zweiter Position sieht man Falco, außen begleitet von Arno, dichter hinter Beautiful Girl mit David F. Boko in zweiter Spur. Und auch dicht dahinter wiederum Vigo Bess und außen Hieronymus LB. Und dicht geschlossen ist das Feld auch in den ersten Bogen gekommen unter der Führung von Galanetics. Vor Falco mit Arno, dann Beautiful Girl mit David F. Boko und Vigo Bess mit Hieronymus LB. Erste Zwischenzeit können wir Ihnen diesmal leider nicht liefern. Die Pferde jetzt vor den Tribünen, die Reihenfolge ist unverändert geblieben mit der Führung von Galanetics vor Falco mit Arno, dann Beautiful Girl mit David F. Boko und Vigo Bess mit Hieronymus LB. Die Zeit für die ersten 800 Meter, die ist 20:08 und es geht in den Trotto.de-Bogen. Alles unverändert mit Galanetics in Front vor Falco, außen Arno in seinem Fahrwasser, David F. Boko und innen Beautiful Girl, am Schluss Vigo Bess mit Hieronymus LB. Es geht auf die Gegengerade und keine Verschiebungen im Feld. Galanetics bestimmt hier weiterhin das Geschehen. Vor Falco, außen geht Arno, dann Beautiful Girl in zweiter Spur, David F. Boko, innen Vigo Bess und außen Hieronymus LB. Und der wird jetzt in die dritte Spur genommen. Ganz dicht geschlossenes Gel, Feld, Eingangs der Schlussbogens, noch 500 Meter bis zum Ziel. Galanetics, dicht gefolgt von Falco mit Arno in dritter Spur, Hieronymus LB an der Innenkante am Beautiful Girl. David F. Boke scheint nicht mehr mithalten zu können, aber aus, so ist es die noch dabei. Die Nummer 4 des Rot, die 4 Rot. 16:08 war die Zwischenzeit und es geht auf die Zielgerade. Galanetics ist vorn, Galanetics vor Falco, der setzt nach. Galanetics noch nicht zu Hause. Falco attackiert außen. Dahinter wird Beautiful Girl eingesetzt. Schlussattacke von Falco, der geht vorbei. Falco gewinnt vor Galanetics und Beautiful Girl auf Platz 3.